Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neuen Video, ganz genau. Wir filmen heute mal mit anderer Kamera, mit so einer richtigen Vlogging-Cam. Den Trail natürlich nicht, den filmen wir wie immer mit den GoPros. Aber ich dachte, eben. Das sieht so gut aus. Das ist die Kamera. Eieiei. Das ist nur die Kamera. Und schaut mal. Ich bin schon ausgelacht worden. Ich habe jetzt nämlich eine IT-Bar quasi. Aber in echt, ich verlinke euch mal das Video. Habe ich einfach nur von dem Kleinen, da gibt es ein Video, wo wir unterwegs waren mit dem Kids Ride Shotgun, genau. Und auf jeden Fall habe ich es halt einfach drauf gelassen. Also jetzt zieht das Rad so richtig drauf von der Laune. Na klar. So ein bisschen seltsam, aber macht ja nichts. Und für alle, die sich fragen, was wir da heute gerade ausprobieren, das ist das hier. Und ich bilde mir ein, dass wir damit vielleicht ein paar coole Aufnahmen machen können in Zukunft auch, wenn wir Bikes vorstellen oder mal wieder in der Stadt unterwegs sind oder. Also mal sehen, was das Ding heute so kann. Das wird mal zur Analyse verwendet am Rechner. Petras Knie sind nach innen gelegt. Sehr windschnittig. Hier geht's einfach mega schön. Durch den herbstlichen Wald, ja, wenn man nicht lenken kann. Bei so einer Bar? Ja. Haha. Achtet mal auf meinen Atem. Und auf Petras Atem. Ja, weil ich in der schwereren Stufe fahre. Das ist gemein. Ja, und diese Soundbar. Sehr professionell. Sehr professionell. Lag gerade mitten auf der Straße. Was bist du nochmal für ein Stein? Ich bin Steinbock. Aber du bist Wassermann. Ja, der Willi. Jetzt nochmal. Jetzt wird's spannend. Tu es. Also das sieht schon wirklich traumhaft aus heute. Nicht umsonst heißt es ja goldener Herbst. Aber so ein paar Schleierwolken sind da. Kann man nichts machen. Was sagst du? Halt sie! Kratzt mich das hier. Ist das das Mikro? Jo. Ah ja. Das ist wie auf der Wiesn, wenn es dann. Wie sagt der eine? Du musst nur halt, dass es angeht. Ach so. Ein Gamsbad. Ein Gamsbad oben hast, gell? Das ist das. So, jetzt heißt es dann noch 200 Höhenmeter schieben, tragen, mal schauen, was wir fahren können mit dem E-Bike. Und dann haben wir hoffentlich geile Aussicht auf den See. Man beachtet die tolle Zoom-Funktion von der neuen Kamera. Was für eine Aussicht. Oh, was kommt denn da? Ein pinker Steinbock. So, oben sind wir. Und jetzt gibt es vor dem Essen noch einen kurzen Panoramaschwenk, oder? Fällt's da? Nein, was hast denn du da hier? Hallo Mikrofon. Eieiei. Oh, da hat man das Schiff sogar. Das wird man jetzt vom See? Ja, das Schiff vom See. Ist schon schön, der Chiemsee, gell? Wisst ihr, welcher See es ist? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal unten rein. Aber vor allem geht es mir darum, was die Kamera so taugt. Schreibt da auch gerne mal rein, ob ihr einen Unterschied zu den sonstigen Panoramaschwenks von uns seht, ob ihr einen Unterschied beim Ton merkt und eben einfach generell, ob man auch einen Unterschied beim Bild merkt natürlich. Weil, ja, war ein Sonderangebot. Aber trotzdem, alles in allem, was habe ich gezahlt? 760, glaube ich. Nee, hätte es doch gekostet, oder? Hat es, glaube ich, gekostet. Sonst 1100. Oder so. Ja. No! Er frisst schon wieder beide. Ein Glück, dass wir ja eigentlich immer genug Brotzeit dabei haben. Und jetzt gibt es einen Zeitraffer von unserer Jausen. Für sowas ist die Kamera echt... Sie braucht ja immer ein bisschen ärgern. Sie muss man immer ein bisschen ärgern und kitzeln, wie jetzt zum Beispiel. Das ist total unfair. Oh Mann, ich bin ein Opfer. Ja, was mir schon aufgefallen ist, man darf nicht so nah ran ans Mikrofon, sonst ist der Ton leider kacke. Also da werden wir uns noch ein bisschen umstellen müssen.
wir schmeißen die Outtakes mal mitten rein. Zum Glück gibt es aber auch ein paar gute Aufnahmen von da oben. Thank you.
Und den feiere ich ja auch sehr. Den Chiemsee? Den See. Wissen wir jetzt schon, welcher es ist? Mal schauen, ob jemand draufkommt. Ich schätze mal schon. Ist das der Chiemsee? Oder ist es der Gardasee? Seid ihr neugierig, ha? Ja, servus. Ja, servus. Hallo. Na? Wo ist der Knochen? Na, kommt halt mal her. Ihr seid sehr süß, ha? Na, ihr. Na, was denn? Ha? Traut ihr euch nicht, ha? Ja, kommt halt mal her. Okay. Na ihr seid ja Feiglinge, hä? Seid ihr Feiglinge? Seid ihr Feiglinge?